Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Wir sind heute in Siebenen unterwegs. Der Ultra-Killer in seiner, was hat er? Fleischwurst in der Lion und ich bin hier in meiner King George unterwegs. Das ist eine Frustfahrt, weil es läuft seit 2 Tagen echt dermaßen bescheiden und ich krieg keine Folge raus. Das sind Sachen, die kann man euch nicht zeigen. Also ich bin schon nicht wählerisch, aber das ist wirklich nichts. Ich habe eine Flying-Rate von 1. Im Moment bin ich noch bei über 40. Ja, wir haben immer noch Probleme mit unserem Mikrofon. Aber so wie du gerade an mir vorbei warst, das Spiel verbraucht von 1,18 Gigabyte und steigt immer noch. Ja, das Scheiß. Ja, das Update, da haben sie sich wirklich keinen Gefallen mitgetan. Ja, ich sehe mein Schiff hier Bild für Bild die Kanonen drehen. Ja, also. Ich bin schon bei 1,20 Gigabyte. Also, wir haben immer noch Probleme mit unserem Sprachchat. Wir können Discord im Moment nicht nutzen, weil unser Server da ein bisschen abgekackt ist. Und jetzt probieren wir es halt mit dem Sprachchat von Wargaming. Aber ein bisschen verwirrend alles. Tja, keine Ahnung, was die Gremiacci da macht. Die fährt jetzt da im Kreis oder was, hä? Ich bin verwirrt, was ist los? Ah, schon wieder scheiß V nicht gedrückt, so eine Scheiße. Die blöde Laien fährt an 1,5 Kilometer hinter mir vorbei und ich habe die anvisiert und klickt die ganze Zeit auf kommen Sie zurück, aber das geht nicht. Vorhin auch, die ganze Zeit mit dir geredet und mich gewundert, warum du Penner mir nicht antwortest. Ja, scheiß Knopf nicht gedrückt. Nö, weil du ein Arschloch bist. Ja, weil du den Knopf nicht gedrückt hast. Das kommt noch dazu und jetzt warte, ich gehe in die Bremse. Komm her, ich brauche dich. Der sucht den anderen Flugzeugträger. Sieben Treffer auf eine breitseit stehende King George, die da steht, ne? 5000 Punkte. Hast du noch mehr als ich? Das Spiel verbraucht mittlerweile 1,24 Gigabyte. Ich drehe jetzt hier ab und fahre rechts um die Insel, weil hier links muss. Ne, links um die Insel, weil hier. Da kommt Torps, Achtung. Ja, bin ich froh, dass ich gerade genau reingedreht habe. Zwei Zielen auf mich. Ja, ich bin jetzt unsichtbar. Hier hinter der Insel ist nichts. Aber die Gremiacci fährt ja nicht vor uns und macht irgendwas auf. Drei Zielen auf mich.
alles dann. Irgendwie alles daneben gesammelt, ey. Ah, weg hier. Wo kommen die Torx da her? Auf das Schwein, das du abgedreht hast, ne? Ja. Alter, Cheater. Sag mal, der mit der Gneise noch muss doch blöd sein, oder nicht? Der fährt immer noch auf der gleichen Linie rückwärts. Ich treffe aber nichts. Ja, ich bin gerade getroffen worden von der King George hinter mir. Haben wir aber schon länger nicht mehr gehabt. Acht Treffer auf die King George ohne Tarnung, 950 Punkte. Der fliegt mich an. Nur auf 12 Flugzeuge erwischt. Hat er dir denn weh getan? Ein bisschen. Aber ich hatte auch das Feuer auf die Torpflieger konzentriert. Fand ich jetzt wichtiger. Ach, Ballett hier. Ja. Oh, da steht ja der Penner. Na, er hat angehalten. Jetzt gibt er wieder Gas. Aber nur ein bisschen.
Ich glaube, ich gehe jetzt mal auf den Zerstörer. Der steht, oder? Moment. Ah, jetzt gibt er gar Gas. Schön wirft die Runde auch nicht, ne? Aber besser. 50 Treffer, 57.000 Punkte. So, jetzt gehe ich wieder mit auf die King George, weil die schießt auf mich. Treffer, 950 Punkte auf den King George. Und der dümpelt da langsam vor sich hin. Oh, hier ist ja noch ein Zerstörer gewesen. Jetzt ballert er wieder auf mich. Der haut mir immer rein. Ah, jetzt ballert er noch die Line auf mich. Das war voll, voll, er wurde voll eingelenkt und dann, naja, ach. Hat er noch 1338 Punkte, weil ich drei durch, vier Abpraller und nur ein Treffer hatte. Jetzt platze ich wahrscheinlich. Gegnerische Zerstörer versenkt. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Jawohl. Genau. Ich versuche mal von der anderen Seite, ist ja wieder alles unsichtbar hier. Jetzt hat sich das Blatt mittlerweile gewendet. Jetzt habe ich 79 Treffer und 73.000 Punkte. Das ist nicht schlecht. 19 Abpraller, 30 durch, 11 Abbrecher. 19 Treffer. Jetzt schießt auf mich. Und jetzt kommt eine Gneisenau, die will mir Stress machen. Ja, ich komm rüber. Treff von hier hinten die Leine. Tatsächlich. 5 Abpraller, einer durch. 950. Treffer, 76.000 Punkte. Ja, jetzt habe ich 25, 33 Dollar, 11 Abbrecher und immer noch nur 19 Treffer. Was sagen deine? 92.000 mit 46 Treffern.
92.000, Entschuldigung, ich habe wieder vergessen, den Knopf zu drücken. Hier rechts ist noch eine volle Line, die mich jetzt hier penetriert. Ich sehe sie leider nicht, sonst würde ich drauf ballern. Sie schießt auf mich und ich sehe sie nicht, das ist ja das Lustige. Das Spiel verbraucht mittlerweile 1,32 Gigabyte. Verpiesel dich hinter die Insel, der Torpedobomber kommt und versucht zu machen. Doch, das ist schlecht für den. Du könntest eventuell noch auf den schießen, er aber nicht auf dich. Die mögen sich. Ah, durchgekippt. Naja, das war ja mal eine Frustfahrt, die hat es wieder ein bisschen besser gemacht. Gott sei Dank, wenigstens eine Aufnahme, die man euch zeigen kann. Und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.